Moin Leute und willkommen zu einem Tastatur-Layout-Video, wo ich euch erkläre, wie ich meine Tastenbelege in Battlefield 3 designt habe. Ja, fangen wir mal an. Also, das hier ist mein Controller und so habe ich den belegt. Controller, ja. Jetzt aber ernst. Also, Tastenbelegung. Ich habe die Tastenbelegung ein bisschen an COD angepasst. Das heißt, normalerweise ist ja bei Battlefield 3 das Hinlegen auf Y. Ja? Und ich dachte mir so, Y? Wie kommst du da hin? Also, Jens, der dumme Hund, macht das mit dem Daumen. Ja. Dachte ich mir so, WTF, wie geht das mit dem Daumen? Nee, kriege ich nicht hin, dafür brauche ich zwei Daumen. Deshalb lege ich es auf die COD-Steuerung. Das heißt, ich habe quasi hinlegen auf Steuerung und ducken auf C. Natürlich auch Toggle-Ducken auf C, das heißt, ich muss halt nicht C gedrückt halten, das wäre ein bisschen blöd. Dazu kommt, ich habe das natürlich Rechtsklick anvisieren, aber ich habe es halt auf Toggle-Aiming, nicht auf, solange ich drücke, visieren, sondern halt wirklich nur, wenn ich einmal drücke, anvisieren. Außerdem sind es einfach nicht, wenn ich die Maus bewege, wenn ich ziele und so weiter, dass ich da dann die ganze Zeit Rechtsklick gedrückt halten muss. Ja. Das reduziert quasi nur meine Genauigkeit, weil ich ja mich mit was anderem beschäftigen muss als Zielen momentan. Ja, dazu noch ein kleiner Tipp, das was ich hier gerade mache, das heißt reinvisieren, schießen und dann während dem Schießen rausvisieren, ist ein guter Trick, um halt eure Genauigkeit zu behalten und gleichzeitig mehr Übersicht zu haben. Das ist zum Beispiel gut, wenn ihr bei der B-Flagge steht auf Grand Bazaar, ihr steht da zum Beispiel in Küche drin und so weiter und ihr hört einen Gegner kommen, das heißt ihr wisst, wann er kommt, visiert an, wo er gleich sein wird, fangt an zu schießen und visiert dann raus. Das heißt, ihr habt die gleiche Genauigkeit, den gleichen Recoil, den gleichen Spread, als wenn ihr anvisiert, aber habt trotzdem die Waffe rausvisiert, damit ihr ein bisschen mehr seht und so weiter. Kleiner Tipp am Rande. Nennt man übrigens European Aiming. Ja, dann habe ich noch meine beiden Daumentasten belegt. Also ich habe eine Rocket Cone Plus als Maus. Da links sind zwei Daumentasten und da drauf liegt, sieht man hier im Video, einmal Sekundärwaffe umschalten und Tertiärwaffe umschalten. Also das Equipment. Das heißt, ich kann quasi, indem ich auf die untere Daumentaste drücke, zu meiner Pistole wechseln. Und wenn ich auf die obere drücke, wechsle ich zum RPG, zum M320, zum M26. Ja, je nachdem, was halt auf dem dritten Slot ist. Das ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel schnell im Kampf die Waffe wechseln will oder halt die Nachladeanimation abbrechen will, dann einfach ganz schnell zweimal auf die untere Daumentaste tappen und man hat sofort wieder die normale Waffe in der Hand und hat die Nachladeanimation abgebrochen, halt sowas. Das ist richtig nützlich eigentlich. Kann ich eben nur empfehlen für eine Maus mit zwei Daumentasten oder auch einer Daumentaste. Probiert es euch mal aus, einfach hier die Toggle-Weapon-Taste belegen. Ja, dann kommen wir zur Jet-Steuerung. Also man sieht mich ja eigentlich sehr selten Jet fliegen, wenn überhaupt gar nicht. Aber ab und zu fliege ich schon mal aus Spaß Jet. Und man sieht hier im Video Nase hoch. Ja, Nase hoch habe ich auf Leertaste gelegt, das ist standardmäßig nicht belegt. Das dient einfach dazu, dass ich bei Dogfights die ganze Zeit Leertaste gedrückt halte und quasi hinterm Gegner herfliege. Das heißt, ich brauche nicht die Maus justieren, die ganze Zeit weiter nach oben schieben, wieder zurücksetzen, weiter nach oben schieben. Einfach Leertaste gedrückt halten. Das ist extrem nützlich für Jetpiloten. Ich glaube, alle guten Jetpiloten haben es auch drin. Das verbessert wirklich extrem Dogfights. Also die Gegner werden euch sagen, warum kannst du nur so schnell wenden und bla bla. Also einfach Leertaste gedrückt halten. Das verbessert es wirklich. Ja. So, dann kommen wir noch zu ein paar Tricks, die man machen kann, aber die ich nicht drin habe. Einfach, weil ich sie ja nicht brauche. Ja, und einer dieser Tipps ist zum Beispiel das Taglight. Also man kann das Taglight an- und ausstellen. Diese Taste auf Rechtsklick zu binden, genauso wie das Anvisieren. Das heißt, jedes Mal, wenn man anvisiert, geht das Taglight auch mit an. Das dient dazu, dass man halt, das Taglight sieht man ja schon in der Entfernung ziemlich stark. Das verrät einen ja meistens eher, als dass es hilft auf Entfernung. Von daher, das ist halt die ganze Zeit aus und wenn man halt im Nahkampf ist oder anvisiert und dann auf den Gegner drauf visiert, ist das Taglight an. Und sobald man wieder wegfliegt, ist das Taglight wieder aus. Das ist eigentlich ziemlich nützlich, aber da ich Taglight nie spiele und das in der ESL noch verboten ist, habe ich es halt nicht drin. Ist aber halt für Public-Spieler oder für Leute, die häufig Taglight spielen, am besten natürlich mit irgendwelchen PDWs noch dazu, ziemlich nützlich, könnt ihr mal machen, einfach an den Battlefield-Tastenbelegungen einstellen. Dann noch ein Tipp für Zweibein-Spieler, also Bipod-Spieler, und zwar deployt sich das Bipod ja automatisch, wenn man halt Rechtsklick drückt. Und nichts ist nerviger, als wenn man irgendwo rumjumpt, schnell anvisieren will, dann den Gegner killen will, aber dann deployt sich plötzlich mitten in der Luft das Bipod. Und das will man verhindern, indem man einfach die Deploy-Taste auf eine andere Taste legt als Rechtsklick. Man kann das zum Beispiel auf E legen. Das heißt, sobald man sich hinlegt oder irgendeinen Gegenstand vor sich hat, drückt man einfach E anstatt Rechtsklick und das Bipod wird automatisch drauf gemountet. Halt nützlich für Leute, die häufig Bipod spielen, was bei mir nicht der Fall ist. Ja, solange ich jetzt nichts vergessen habe, müssten das eigentlich all die normalen Einstellungen sein, die ich geändert habe. Ich habe sonst den Rest auf Standard-Einstellungen. Ja, wenn ihr wollt, einfach mal ausprobieren, den ganzen Shit, den ich hier gerade erzählt habe. Falls nicht, nicht, ja, wie gehabt. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffentlich konnte ich euch ein bisschen was beibringen und wie immer bis zum nächsten Video.